Wenn wir so beim Bibellesen oder in den Predigten den Namen Petrus hören, dann fallen uns alle Attribute ein, die so oft genannt werden. Der Ungeduldige, der mit der großen Klappe, der schneller redete, als er dachte, der mit Jesus unterwegs war, aber der ihn ja auch verleugnet hat. Das ist bestimmt alles richtig, aber das Leben von Petrus soll uns ja viel, viel mehr noch erzählen als diese oberflächlich genannten Attribute. Wenn wir uns das Leben von Petrus anschauen, dann lesen wir als erstes, dass er Jesus begegnet und Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und Petrus überlegt gar nicht lange, er berechnet nicht, was kostet mich das alles, was muss ich verdienen oder auf was müsste ich verzichten, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, sondern sofort macht er sich auf den Weg und folgt Jesus nach. Zu dem Zeitpunkt heißt er noch Simon, ganz natürlich. Aber dann kommt natürlich auch, als er mit Jesus unterwegs ist, als er viele Wunder und Zeichen sieht, die Jesus tut, als sein Glaube zunimmt an Jesus, diese Namensveränderung in Petrus. Aus Simon wird Petrus. Aus dem, komm, folge mir nach, bis zu dem, auf dich will ich meine Gemeinde bauen, war es ein langer Weg. Und es war ein Reifeprozess, durch den Petrus hindurchging. Ja, und da war auch die Verleugnung in dem Innenhof. Wusste das Jesus nicht, dass es zu dem kommen würde? Doch, wusste er. Aber wir lesen in der Bibel, lasst uns hinschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Jesus hatte in Petrus, in Simon schon gesehen, den er gerufen hatte, wie er Petrus seine Gemeinde anvertrauen würde. Er wusste, dass Petrus in einen Glaubens-, in einen Reifeprozess mit hineingenommen würde. Und Jesus hat ihn befähigt, am Glauben festzuhalten. Und das ist meine Ermutigung heute für dich. Wenn vielleicht die Dinge noch nicht so sind, wie du sie dir wünschst, wenn du vielleicht manchmal denkst, oh, mein Glaube ist noch so schwach, mein Glaube ist noch so klein und da habe ich wieder versagt und da habe ich Jesus verleugnet, da habe ich nicht wirklich mich dazu gestellt, dass ich an Jesus glaube, da habe ich mich nicht zu der Beziehung, die ich zu Jesus habe, wirklich geäußert und gestellt. Sei sicher, im Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens, wirst du in dem Glaubens- und Reifeprozess voranschreiten. Er kennt die Situationen, in denen du bist. Er weiß, wo du herausgefordert bist. Er weiß, was du tun und sagen wirst. Aber er weiß auch, dass du im Glauben zunehmen wirst, wenn du dicht an ihm dranbleibst. Er hat dich gerufen, komm, folge mir nach. Du hast auf diesen Ruf geantwortet. Und er wird dich ans Ziel bringen. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst, dass du wirklich sicher bist. Ich werde im Glauben zunehmen. Ich werde die Dinge überwinden. Ich werde immer mehr mit Jesus siegen, dieses Siegreiche im Glauben zu haben, zu empfangen von ihm. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.